Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Modern Warfare 2 ist jetzt endgültig für Konsole, Xbox, PlayStation, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Xbox, was weiß ich, was alles draußen. Und jedes Jahr, wenn ein neues COD kommt, gibt es super viele neue Spieler und Spieler, die sich nicht sicher sind, ob ihre Settings passen, was für eine Empfindlichkeit sie haben sollen, was die besten Grafik-Settings sind und und. Von mir gibt es jedes Jahr zum neuen COD die besten Settings, die es für mich gibt, wo sich immer wieder ein, zwei Leute was von abholen. Und heute zeige ich sie euch. Helft mir, 20.000 Abos voll zu machen, Leute. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Rein geht's. Das erste, was dieses Jahr auffällt, ist das allererste Mal, dass es das gibt. Ihr seht das hier und ich habe das in der Beta gar nicht gecheckt. Ich weiß nicht, ob es da auch schon so war. Das hier sind alle Settings, die ihr unter Favoriten sozusagen speichern könnt, damit ihr nicht immer hier in das Menü zurück müsst und dann sagen, oh, ich wollte jetzt doch den FOV ändern. Ihr drückt hier bei zum Beispiel Textur Streaming auf Abruf einfach auf Dreieck und schon habt ihr das hier in den Chill-Einstellungen und könnt immer direkt da reingehen. Deswegen, Leute, dicker Tipp, diese Settings, die ihr hier habt, die könnt ihr euch direkt über Dreieck hinzufügen und dann später über Dreieck auch wieder entfernen. Beim Controller, das sind ja die Standardeinstellungen, die ich jedes Jahr habe. Tastenbelegung lasse ich so. Ich spiele ja ganz normal mit meinem Super-Level-Controller. Leute, da kriegt ihr 5% Rabatt. Checkt ihn unbedingt ab. Ich kann euch wirklich nur garantieren, ihr werdet absolut glücklich sein. Die Jungs sind so hart am Arbeiten für euch. Da könnt ihr wirklich dann auch ganz normal spielen. Ihr braucht dann euch keine Gedanken machen um Scuff-Jumpen. Ihr könnt alles mit dem Controller machen. R1, R2 tausche ich immer. Es ist für mich viel, viel intuitiver, mit R1 zu schießen als mit R2. Der Finger liegt da besser. Meiner Meinung nach die beste Einstellung. Controller-Vibration aus. In Mission, Kampagne ist es cool. Spec Ops würde ich sagen auch cool. Aber im Multiplayer, da will ich, dass mein Aim nicht dadurch, dass die Granate meinen Controller zum Schütteln bringt oder der Rückstoß, dass es Aim verhaut. Trigger-Effekt kann aus. Meine beste Empfindlichkeit schon immer war 7-7. Manche Spiele, da ist es dann 6-6, 8-8, aber es ist der Sweet Spot für mich. Wenn ihr euch unsicher seid, nicht kopiert das Ganze, sondern fangt mit 10-10, 11-11 an. Spielt eine Runde, schaut, ob ihr zu schnell seid. Wenn ihr zu schnell seid, geht ihr immer einen Schritt runter und hier 0,7. Das hilft mir, dass ich mich schnell umdrehen kann, wenn ich nicht im Scope bin. Aber wenn ich im Scope bin, dass ich ein sehr klares Aim habe, trotzdem auf kurze Distanz mich bewegen kann und auf lange Distanz Shots treffen kann. Hier bei diesem Multiplikator, den lasse ich immer so, wie er ist. Der hat mir noch nie viel geholfen. Sniper könnten sich das jetzt unter Umständen dann nochmal ändern. Ich brauche es aber nicht. ZV-Verhalten, na klar, wenn ich zielen will, soll es halten. Automatischer Sprint ist aus. Ich brauche keinen automatischen Sprint. Wenn ihr aber, auch wenn wir jetzt ja kein Slide-Canceln mehr haben, weniger Abnutzung am Controller haben wollt, dann macht ihr automatischer Taktik-Sprint. Das hilft euch. Priorisiere, interagieren solltet ihr machen, wenn ihr Warzone später spielt, so dass ihr etwas aufnehmt, anstatt nachzuladen, wenn ihr nur einmal drückt. Wenn ihr Priorisieren nachladen habt, im Multiplayer macht das vielleicht mehr Sinn, ladet ihr erst nach und macht dann eine Tür auf oder. Dann könnt ihr hier Plattenverhalten immer alle anwenden, das ist für Warzone später wichtig. Zielhilfe, Aim Assist, die PC-Spieler wissen das, wir Controller-Spieler können ohne Aim Assist gar nichts, deswegen haben wir ihn an. Black Ops und ich habe lange hin und her getestet. Ich habe alle drei getestet. Ich will ehrlich sagen, Black Ops und dynamisch ist die Nummer 1 für mich. Es fühlt sich am klarsten an. Black Ops und Standard geht auch klar. Bei linear habe ich keinen großen Vorteil gesehen. Deswegen die Einstellung meiner Meinung nach am sinnvollsten. Beachtet, bei konzentriert und Präzision habt ihr keinen Rotational Aim Assist. Das heißt, wenn ihr von links nach rechts über den Gegner geht, habt ihr keinen. Deswegen Standard oder Black Ops, meiner Meinung nach Black Ops 100% am besten. Dann haben wir hier Übergangszeit sofort. Ich will, dass wenn ich in den Scope gehe, er es sofort macht. Eigene Empfindlichkeit pro Zoom brauche ich nicht. Und hier der Eingabebereich, die wichtigste Einstellung, die ihr habt. Der linke Stick von euch, genauso wie der rechte Stick von euch, hat irgendwann, der hier ist jetzt 5 Monate alt und hat gar keinen Stickgriff, da bin ich extrem froh. Aber ihr kennt das Problem, dass viele Controller irgendwann damit anfangen. Das liegt an der Billigverarbeitung von Sony. Wenn ihr das umgehen wollt, müsst ihr hier entsprechend die Zahl eingeben, an dem Punkt, wo ihr den Controller hinlegt und das Visier in der Runde sich nicht mehr von alleine bewegt. Meins kann ich auf 0,7, 0,6, da bewegt sich gar nichts. 0,5 habe ich noch nicht probiert. Ihr wollt es so niedrig wie möglich haben, denn sonst fühlt es sich so an, als wenn ihr richtig Input-Lagged habt. Und das wollt ihr definitiv nicht. Und hier bei Nades in dem Fall kann man weiter runterstellen, da macht es keinen großen Unterschied.
Wenn ihr automatisch der Taktik-Sprint aktiviert habt, was wir oben gemacht haben, könnt ihr hier Taktik-Sprint-Verhalten beim Sprint. Da braucht ihr da nicht ewig draufdrücken. Das ist besser für die Finger, besser für die Daumen, besser für den Controller. Klettern am Boden kann man anlassen. Manchmal nervt es, wenn man zum Beispiel in einem Gunfight jumpen möchte und dann deswegen irgendwo raufklettert, müsst ihr für euch ein bisschen gucken, wie das für euch sinnvoll ist. Alles andere, kann ich euch ganz ehrlich sagen, kann man im Prinzip so lassen für Warzone später. Fallschirmeinsatz, den wollt ihr erst dann anmachen, wenn ihr ihn wirklich braucht. Alles andere, was wir hier haben, könnt ihr einmal durchschauen. Alles nicht interessant, aber für den Black Ops 3 Shappy, das C4, was man schnell zünden kann, das macht man mal besser an. Dann bei den Grafik-Settings. Ich weiß, dass Paketverlust seit Ewigkeiten ein Thema ist. Ich habe es angehabt, ich habe es ausgehabt. Es hat bei mir keinen Unterschied gemacht. Es sieht schärfer aus, besser aus, wenn ihr es anhabt. Probiert es mit an. Wenn ihr Paketverlust bekommt, macht es in der Runde aus. Bei manchen hilft es, bei den meisten nicht. Das hier wollt ihr alles aushaben. Ihr wollt keine Unschärfe, keine Waffenunschärfe, ihr wollt kein Bildrausch, ihr wollt kein Tief, ihr wollt das alles nicht haben. Außer das hier. Das Fidelity FX sorgt dafür und dann circa auf 50 habe ich mittlerweile festgestellt. 52, so um den Dreh. Das Bild sieht schärfer aus, klarer aus und grafisch ist es die beste Einstellung, die ihr haben könnt. Hier 120 FPS. Wenn ihr auf der Konsole, auf der PS5 Probleme mit 120 FPS habt, guckt beim Start, ob ihr eure Konsole im Leistungsmodus habt, braucht ihr, oder im Qualitätsmodus. Im Qualitätsmodus bedeutet, dass ihr 60 FPS bei besserer Auflösung habt. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, die Auflösung macht für mich null Unterschied, aber 120 FPS fühlt sich einfach so viel besser an. Sichtfeld 117, ich habe seit Jahren 117, seitdem es FOV gibt. Ihr habt noch genug Aim Assist, ihr seht noch genug Gegner, auch wenn die auf weite Entfernung kleiner sind, und von rechts und links seht ihr ebenfalls genug. Dicke Empfehlung, die so zu nehmen. Und dann Kamerabewegung, wollt ihr beides so klein haben wie möglich, das ist absoluter Quatsch. Hier könnt ihr, in der Beta hatten wir die Helmkamera, das sah ein bisschen komisch aus, manche mochten das, ich mag Spielerperspektive lieber. Ich möchte gerne sehen, was der Gegner sieht in der Killcam, wenn ich einen beobachte. Und hier Setup, da kann man immer ein bisschen probieren, meiner Meinung nach sinnvoller, den hier in der Mitte zu behalten, und wenn es euch zu dunkel ist an eurem Monitor oder Fernseher, das ein bisschen zu fein justieren. Das hier ist irgendwie jedes Jahr wieder eine Herausforderung. Warum auch immer sind die Grafik-Presets immer wieder anders. Meiner Meinung nach, ich habe jetzt alles durchgetestet, Kopfhörer, Bassverstärkung, sorgt dafür, dass ihr Fußschritte am besten hört. Wenn ihr auf dem Fernseher spielt, hört ihr es trotzdem immer noch, weil die Fußschritte immer noch relativ laut sind. Probiert Kopfhörer-Bassverstärkung, da mache ich aber separat irgendwann nochmal eins, wenn ich Zeit habe, alles zu testen. Und sonst, ich bin eben Chat, ich spiele mit Freunden, ich höre die, ich brauche keine Musik, mich regt die Musik jetzt nicht allzu sehr an, und die Lautstärke macht ihr ein bisschen leiser. Ihr wollt Nades hören, ihr wollt Munition hören, vielen Dank für alles, aber ihr wollt nicht die Lautstärke der Dialoge zu laut haben. Und sonst könnt ihr weitergehen, da ist jetzt auch eigentlich nur noch eine interessante Sache für euch, die ihr unbedingt haben wollt. Juggernaut-Musik, ja, könnt ihr lassen, müsst ihr nicht, hier bei Interface, Leute. Und zwar, wenn ihr hier runtergeht, quadratisch. Manche spielen mit einer runden Minimap. Wenn du mit einer runden Minimap spielst, dann bist du ein Sentinel. Ihr seht bei quadratisch mehr von der Minimap. Es macht viel mehr Sinn, die quadratisch zu haben, anstatt rund. Also wirklich. Und hier, ihr wollt wissen, wie ist der Ping am Server und wie viel Paketverlust habe ich, wenn sie es komisch anfühlt. Beides anmachen ist seit Jahren wichtig. Wenn ihr das hier anmacht, habt ihr das Problem, dass links oben im Bildschirm die ganze Zeit viel zu viel angezeigt wird, was keiner will. Und wovon keiner irgendwas hat. Und hier ist nur noch Konto und Netzwerk. Ich habe das jetzt einmal für euch schnell durchgehauen, weil man kann das Video ja beenden im Prinzip oder stoppen, wenn man irgendwas nochmal in Ruhe sehen will. Das sind meiner Meinung nach die besten Settings, die es gibt für einen Controller-Spieler. Bei der Empfindlichkeit muss jeder für sich selber schauen. Diese Woche gibt es den allerersten Sabaton auf Twitch. Das heißt, wir werden dieses Game absolut durchnehmen und durchnudeln, und ihr wisst schon, wie ich es meine. Ihr seid auf Twitch herzlich eingeladen, Leute. Wenn ihr neuen Controller braucht, unten, die Jungs von Superlevel machen einen hervorragenden Job. Und ich kann es euch nur sagen, der hier hält jetzt fast 5 Monate mittlerweile. Keine Abnutzung, kein gar nichts. Da ist nichts kaputt gegangen. Die Buttons. Oh, es klingt einfach gut. Auf jeden Fall dicke Empfehlung von mir. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns im Stream und in den Videos natürlich.